Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Vlog. Es ist lange her, dass es sowas bei mir auf dem Kanal gab. Aber wir haben einen guten Anlass, denn ich bin mit Red Bull gemeinsam heute bei Red Bull Play Streets, beziehungsweise wir fahren heute hin. Wir sind dort für einen Skiurlaub mit ganz vielen anderen Streamern, Papa Platte, Nova, Vailer, Jens, also Christensen. Super viele Leute sind da und ich nehme euch ein bisschen mit auf die Piste, aufs Abriss-Ski und auf das Event Red Bull Play Streets. Jetzt muss ich aber zum Shuttle, weil ich bin zu spät und ich bestelle jetzt Uber, damit die Richtung nicht fahren. Sieh für eine Party! Hi! Moin, sind wir schon gut? Ja! Jo, was geht? Willkommen nun bei uns im Luxury Party Bus. Ich bin der Flo. Wir haben sämtliche Getränke mit an Bord. Es wird euch nicht fad in dieser Zeit Richtung Salzburg. Für so Rauchpausen bleiben wir immer ein bisschen stehen. Bitte nicht im Bus natürlich. Wir rauchen nicht. Ja, okay. Du lebst gesund, das ist super. Das viele Fahrt. Okay, also in dem Bus gibt's alles. Absoluter ja. Partybus. Let's go. What is happening? That's us. Jo Freunde, wir machen gerade erst einen Break, wir gehen jetzt was essen. Hier ist einfach kompletter Abrissfeier die ganze Zeit. Die ganzen TikToker sind da aus der Vloghütte, also aus dem Squatter von Mike. Wir drehen auch gerade wieder irgendwas für den Vlog. Also definitiv die anderen Sachen auschecken, dort werdet ihr uns auch sehen. Wir fahren noch circa 4-3,5 Stunden oder sowas nach Bad Gastein. Dann geht's ab zu Red Bull Play Streets. Es wird mega geil. Und der Kollege muss jetzt seine TikTok schneiden, weil er das nicht gemacht hat. Nein. Und da draußen wird schon wieder irgendwas gedreht, keine Ahnung. Was macht ihr da eigentlich schon wieder zu dritt im Klo? So Freunde, wir sind im Quartier angekommen, ihr habt es eh gesehen. Kurze Ansprache. Jetzt habe ich den Chris den Nagel verloren, das ist sehr schlecht gelaufen. Ich kann nicht treffen. Der ist drin. Der ist drin, ja. Wir gehen jetzt aber zum Dinner. Es ist Vollmond-Dinner. Es ist aber kein Vollmond. Aber trotzdem wird es eine geile Location. Ich freue mich sehr. René, sagt er. Warte, lass mich mitfilmen, dann machst du mal Info. Nein, ich leuchte dich jetzt an. Pork fucking champ. Ob das bei deinem Handy gerade auch so geil ist? I doubt it. So Freunde, das ist das Ziel von Red Bull Play Streets. Wir sind jetzt im ersten Abend hier, wir werden nochmal eine komplette Track-Tour haben, wo wir dann alles sehen, aber da ist es, wo die Leute ankommen. Wir sind jetzt, wir sind mitten im Ort, in Bad Gastein. Das ist insane. What the fuck? Darum haben sie auch gesagt, zieh dir die Alter Schwede! Boah, da ist unser Essen jetzt. Freunde, wir sind jetzt beim Dinner. Gerade gab es eine kleine Ansprache. Ich habe kranke Videos mit meinem Handy gemacht, kranke Videos, oder? Jetzt gibt's gleich Essen, es steht schon am Tisch und dann machen wir noch irgendwas. Das war's dann. Wir essen jetzt. Oh ja, es ist wieder dunkel. Allgemeine Personenkontrolle. Alter, kannst du das nochmal machen? Also das war armselig. Warte. Jetzt. NPC. Uberfahrer zu uns. Na, passt schon, steigt's da aus. Nur die Stiegen runter. Kurva, das sind gar keine Stiegen. Taxifahrer, danke für nichts. Okay, du bist du deppert. Das ist kein Schmäh. Darf ich mal kurz darauf filmen, bitte? Was ist das für ein Weg? Super, alle geschafft. Sehr gut. Nie wieder vertraue ich dem Taxifahrer. Schweiter da. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht mehr gefühlt, wie wir geschlafen gegangen sind. Ich bin auf die Piste. Wir gehen auf die Piste.
Jetzt gibt's Essen. Go. So, jetzt aber wirklich nochmal guten Morgen. Wir haben jetzt 8. Unser Shuttle sollte in 2 Minuten da sein. Und dann fahren wir. Ihr seht schon, our resume is ready. Ich bin gebrandet und hab eine geile Brille. Ich freue mich. Yo, 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 yo. Ab geht's. Jetzt geht's los mit Skifahren. Wir gehen jetzt direkt, ohne eingefahren zu sein, mit geliehenen Skien und allem drum und dran, rauf zu diesem Luftkissen. Und wir haben 2 Red Bull-Athleten dabei, mit denen wir da jetzt Backflips reinmachen, haben die gesagt. Ich bin seit 2 Jahren nicht Ski gefahren. Nein, seit 3 Jahren nicht Ski gefahren. Ich habe alles ausgewagt und ich habe so große Ski und hinten abgerundet, ich bin noch nie damit gefahren. Also wird sehr lustig. Wir sind jetzt hier am Snowpark. Wir haben so eine Schanze und da ist der Clemens, das ist ein Snowboard-Athlet von Red Bull. Und der ist gerade hier drüber gesprungen, ganz sick. Und jetzt machen das die anderen nach. Ich weiß noch nicht, ob ich springe. Ich bin noch nie mit so Freestyle oder Tiefschnee-Ski gefahren. Die Dinger wiegen gefühlt 50 Kilo. Und deswegen will ich mich da jetzt nicht runterschmeißen und mir irgendwas brechen. Ich überlege mal, ich schaue nochmal zu, was die anderen machen. Der, was soll es? Shit. Alles gut. Gut, ich spring nicht. Alter. Ist das auf einem Stream jetzt? Sehr geil. Ich habe gerade eine Nahtoderfahrung gehabt. Ich hatte gerade geisteskrank gegriffen. Ich schwöre, ich habe nur auf den Chat geschaut. Ich schaue auf, wenn sie wieder in mein Gesicht fliegt. Alter. Alles gut. Sind jetzt essen. Richtig geil. Und dann geht's noch auf die Piste hoffentlich. Yes. Fährst du noch eine Piste? Ja, sicher. Passt. War eher Fail. Ich habe nicht getraut zu springen, weil ich mit meinen Ski überhaupt nicht zufrieden bin. Ich bin gar nicht confident mit denen. Ausreden? Nein, ohne Spaß. Nein, ich weiß nicht. Ich habe noch nie so große und so schwere Ski gehabt und noch dazu noch nie Freestyle-Ski. Das ist echt. Und plus, du bist auch die Bindung, kennst du ja nicht. Die Bindung, du musst ja voll. Und ich bin mit denen 100 Meter gefahren. Ja, wenn ich einen Tag mit denen fahre, dann ist das anders, ja. Na, aber schauen wir mal. Abfahrt wird dann später noch was. Fetzen wir rein. Aber jetzt erst einmal. Prost. Ui. Ui. Guten Piss. Wir sind jetzt gerade bei Play Streets. Da hinten ist der Start. Und es ist die Best Trick Session, also Leute machen einfach krasse Backflips und keine Ahnung was alles. Wir sind auf so einer Tribüne, aber man sieht recht wenig, weil es sind so viele Leute. Look at this. Alles voll, alles ist voll. Sogar da oben mit so einem Typ im Schweinekostüm. Das ist die Best Trick Session hier am Big Air. Wir waren gestern ein bisschen lang im Appelski, haben einen eiskalten Spaziergang nach Hause gehabt, der war sehr angenehm. Und jetzt frühstücken wir, gleich geht's Trackwalk. Das spielen wir dann gleich im Stream. Chris hat zum ersten Mal gespielt, einfach Streckenrekord aufgestellt. Also ich glaube, wir sind safe. Ich schau. Den Dings. Nein, den hier. So was? Das ist so normal. Hast du nicht? Was? Was ist? Nein, so. Den hier, so zusammen. Ach so. Chris, carry uns bitte. Du machst X und dann... Hier nochmal das Ray. Das ist crazy. Yes. So, wir sind jetzt beim Trackwalk. Mikrofon, werde gleich ein paar Fragen stellen. Die ganze Gang ist da. Und wir werden jetzt ein paar Passanten ärgern. Ich bin zu kurz. Shit! Wir waren jetzt gerade beim Trackwalk und wurden zugeparkt, jetzt sind wir auf dem Weg zum Streamen, um 13 Uhr müssen wir streamen. Es ist 12 Uhr? 12.43 Uhr. 12.43 Uhr. Wettlauf gegen die Zeit. Das erste Mal bei diesem Trip, dass Deutschland pünktlich ist und wir vielleicht nicht. Safe, aber die ist eigentlich nicht mal mitgekommen.
Ja, stimmt, die waren nicht dabei. Fair enough, fair enough. Deutschen sind immer zu spät, das ist das Fazit von dem Trip. We made it. Zipfelmütze ist auch dabei. Let's go. Es war zu erwarten, aber natürlich haben wir Österreicher die Challenge gewonnen. 2-0 damit, in Creator Cards haben wir Schweiz und Deutschland wegnascht. Und jetzt auch noch da, bei Riders Republic. Ich stehe jetzt tatsächlich gerade am Track, wie man sehen kann. Also legit am Track. Da sind die gestern gesprungen und da geht heute der Start los. Da werden sie geschossen und dann da in die Quarterpipe. Wir drehen jetzt für Instagram, für Pulvers. Dann geht's eigentlich schon bald los. Also langsam kommen Leute rein. 10.000 Besucher werden heute erwartet. Das ist die Hälfte der Schrauben, die bei diesem Trackbau verwendet wurde. Was absurd ist. Sehr geiles Event. Ich bin gespannt, wie es halt wird. Die Afterparty gestern war wild. Heute soll es noch ärger werden, haben alle gesagt. Ja, ich bin gespannt. Sehr geiles Event bisher, auch wenn es fucking kalt ist. Es ist die ganze Zeit minus 12 Grad. Man macht das Beste draus, gell? Später. Wir sind jetzt gerade auf der Tribüne und es ist jetzt gleich das Finale von Play Streets. Es ist fucking kalt. Nein, ist auch noch da. Der Rest ist irgendwo verloren gegangen. Nein, die stehen irgendwo hier rum. Wir schauen uns jetzt noch an, dann geht's nochmal ins Hotel und dann Afterparty. Wird doch wild, aber es ist fucking kalt. Es ist arschkalt. Kurzes Update, Stand der Dinge ist, jetzt weiß ich, wie heißt der Schanzer, ja oder? Matthias Schanzer, kann das sein? Da steht's jetzt, ich kann's nicht lesen. Aber auf jeden Fall ist ein Österreicher im Semifinal, mit dem waren wir gestern saufen. Der hat gestern auch die Best Trick Session gewonnen. Und im anderen Bracket sind zwei Schweizer im Semifinale. Fondue. Nein, Raghetti und Kupser, Mann. Pupser? Kupser, ja. Alter. Warum haben Schweizer so komische Namen? Raghetti und Kupser. Nicht Pupser, Mann. So, jetzt kommt, ist das Pupser oder Raghetti? Rein da ins Trampolin! Oha! Krank! Der Baum muss fallen! Der andere Schweizer, der Glätti jetzt. Okay, sick. Der ist der Erste, der gerade hier reinfährt. Okay, ja. So, und jetzt müssen wir da schauen. Okay, also ich bin gespannt, wer jetzt die Wertung holt, weil der Erste war besser. Der Erste war Gupser, gell? Der erste Sprung von Raghetti war krasser, aber alles andere war, finde ich, low. Würde ich genauso machen. Jetzt kommt... Hat er? Ja. For real? Ja. Okay. Das heißt, im Finale ist es Raghetti. Raghetti safe. Und jetzt ist ein Schwede gegen Schanzer. Ja. Und der ist jetzt drin. Er ist losgefahren, okay. Holy shit! Easy für ihn, kein Ding. Gleich kommt er da. Boah! Oh shit! Also das ging fast zu schnell weiter. Das war ein Klo. Egal was der andere macht, das ist over. Ja gut, das ist jetzt das Semifinale, hallo? Ja, ja, ja. Aber ich meine, es ist der Schwede, das ist vorbei. Ja, wobei, der Schwede vielleicht macht er... Nein. Das ist vorbei. Du, wir haben eine Unsicherheit gesehen. Da ging fast was... Ja, das war fast zwischen den beiden, ja. Lenny, du bist die ganze Zeit vor meiner Kamera. Was willst du von mir? Nee. Soll ich unsichtbar sein? Ja, bitte. Entschuldigung, dass ich existiere. Das ist richtig. Oh, shit. Oh shit! Okay, er ist serious. So, jetzt zu uns. Ja, das war nicht so stark. Ja, Trampolin war jetzt aber nicht so special. Das ist schon wild. Bro, das sieht nicht gut aus. Okay, was kommt da jetzt raus? Jetzt bin ich gespannt. 279. Schwede? 279. Fuck. Wie viel hat 20? 240 nur? Oh, yeah. Und der Schweizer, der ist geisteskrank. 279 ist krank. Vor 280 der Schweizer. Ja, der war wild am Anfang. Die erste Sprünge von ihm war geisteskrank. Der Schwede ist im Moment Favorit. Na, der Schwede, gell? Der ist arg.
Hund noch Energie hat, der vorher im Halbfinale so zerlegt hat. 285 von Schweden. Und? Also, Flo, ich glaube, das klingt sehr final. Way too tense. Das ist kein zweiter Run mehr. 282. 3 Punkte. Wow. Schweden gewinnt. Damit Österreich Ehrenplatz. Ah, Abfahrt, Freunde. Aber warte mal, da haben wir noch einen Kandidaten. Zweiter Platz. 3 Punkte. Ja, 3 Punkte. 3 Punkte? Wo sind die Österreicher? Ich habe sie nicht gesehen auf dem Top 3. Den sehen wir später beim Fortgehen.